Liebe Elektrophoretikerinnen und Elektrophoretiker, ich bin von der Firma Decodon eingeladen worden, was über Troubleshooting zu erzählen, weil wir wissen ja alle, dass bei 2D-Elektrophorese, einer relativ komplexen Methode, einiges schief gehen kann. Und leider Gottes ist es nicht möglich, später auch noch mit der allerbesten Software die Fehler wieder zu korrigieren, die passiert sind bei der Auftrennung. Ich habe den Vortrag in drei Kategorien aufgeteilt. Das erste ist die Probenvorbereitung, weil hier können schon sehr viele Sachen schiefgehen. Und die zweite Abteilung befasst sich dann mit der ersten Dimension der isoelektrischen Fokussierung und die dritte mit der SDS-Elektrophorese der zweiten Dimension. Okay. Fangen wir gleich mal an. Ich zeige Ihnen hier mal ein ganz, ganz schlimmes Skill zu Beginn. Und das habe ich von einem Kunden irgendwann bekommen. Und man wollte wissen, was hier schiefgegangen ist. Ich glaube, hier ist ziemlich alles schiefgegangen. Aber ganz sicher auch schon mal die Probenvorbereitung und das Gelgießen. Sicher auch, wie Sie unschwer erkennen können. Wie vorhin angekündigt, ich komme zur ersten Abteilung zur Probenvorbereitung und man möchte unbedingt vermeiden, dass man zu viele Proteine verliert. Was man allerdings unbedingt vermeiden sollte, unkontrollierte Verluste von Proteinen, weil sie werden niemals in der Lage sein, alle 100% der Proteine, die in ihrem Zelllysat oder im Gewebeextrakt sich befinden, in der 2D-Elektrophorese zu sehen. Aber es sollte zumindest reproduzierbar sein. Ich zeige Ihnen hier als erstes schon mal ein Bild, das aus einem Kurs stammt, den wir vor einem Jahr durchgeführt haben, einen Hands-on-Kurs in Düsseldorf. Und hier haben wir uns am Anfang nicht erklären können, warum dies keine Spots, keine runden Spots ergeben hat, sondern solche horizontalen Streifen. Und es hat sich dann bei einer Troubleshooting-Session am Schluss herausgestellt, was passiert war. Es war ein Missverständnis. Die Anwenderin hier hatte statt 4% Chaps zur Proben, also um die Probe in Lösung zu kriegen, nur 0,4% verwendet. Und Sie sehen, so schlägt sich praktisch der Fehler von der Probenvorbereitung bereits dann in die erste Dimension durch. In der zweiten Dimension hätte eigentlich alles ganz gut funktioniert. Also man sollte den Rezepturen wirklich genau folgen und sicherstellen, damit man damit man hier keinen Fehler reinbringt. Hier ist ein typischer Fall von manchen Proben, wie zum Beispiel, wenn man Antikörper auftrennt oder auch wenn man Humanserum zum Beispiel auftrennt. Das ist, wie auf der linken Seite gezeigt ist, so mehrere Spots gibt in verschiedenen Molekulargrößen, die eigentlich nicht erklärbar sind. Aber sind erklärbar. Das sind nämlich Oligomere. Und bei Antikörpern, bei Humanplasma, Humanserum ist zum Beispiel wichtig, dass man die Probe denaturiert vorher. Und zwar durch Hitze. Und meistens macht man das durch Kochen mit SDS. Man darf den Harnstoff allerdings erst später dazugeben, weil wenn man erhitzt in Gegenwart von Harnstoff, dann ergeben sich andere Artefakte, die ich dann im späteren Dia erklären werde. Aber es gibt also Proben, die man unter Umständen in Gegenwart von SDS erhitzen muss. Ich komme dann wahrscheinlich auf die Sache noch später zu sprechen, um Oligomere zu vermeiden. Hier sehen Sie jetzt, was passiert, wenn man eine Probe in Gegenwart von Harnstoff erhitzt oder wenn man Harnstoff verwendet, der Unreinheiten enthält. Das sind sogenannte Carbamylation Trains, das sind Spots, die sich auf dem gleichen Molekulargewichtsebene, aber mit unterschiedlichen isoelektrischen Punkten von links nach rechts verteilen. Das sind einfach die gleichen Proteine, die aber unterschiedlich karbamyliert worden sind durch das Cyanat, das entstanden ist durch den schlechten Harnstoff. Was kann man dagegen machen? Also erstens mal, Probe nicht erhitzen, wenn Harnstoff dabei ist, sondern vorher, wenn es notwendig ist. Und man kann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob der Harnstoff eine gute Qualität ist, mit einem Mischbedionenaustausch, hier ist zum Beispiel
einer erwähnt, das wäre Serdolit MD1, die geladenen Substanzen aus der Harnstofflösung herausholen. Das wäre eben dann das Thionat. Und dann tritt der Fall nicht mehr auf. Was Sie hier sehen, das passiert, leider ist mir jetzt pH 3 bis 10 ein bisschen verrutscht, aber Sie hoffentlich wissen Sie, was gemeint ist. Also das wäre ein Gel mit einem pH-Gradienten von 3 bis 10. Man sieht die Proben aber nur konzentriert in der Mitte als breites Band und links und rechts ist nichts zu sehen. Das ist das Gebiet, wo sich die Salzionen in der ersten Dimension niedergelassen haben. Dabei steigt dann die Leitfähigkeit in der isoelektrischen Fokussierung in diesem Bereich so stark an, dass Proteine nicht mehr keine Feldstärke mehr erfahren und deswegen nicht mehr weiter wandern können. Und deswegen hat man die Proteine nur in der Mitte und links und rechts ist nichts da. Das kommt relativ oft vor, weil oft die Leute die Probe zum Beispiel mit Phosphate Buffered Saline waschen, mit PBS, und es nicht schaffen, das Phosphate Buffered Saline, also das PBS, komplett von der Probe wegzukriegen, und dann haben sie solchen Effekt. Was kann man machen, wenn man sich nicht sicher ist, dass beim Waschen das PBS vollständig weggeht? Man kann nochmal am Schluss mit Tris Buffered Saccharose Lösung waschen, wie Sie unten sehen, mit 10 Millimolar Tris, dass man auf einen relativ neutralen pH-Wert kommt, und 250 Millimol Saccharose, dann platzen die Zellen nicht, aber das PBS wird von der Probe entfernt. Hier sehen Sie im Vergleich einer gleichen Probe, einer identischen Probe, Drosophila Larvenextrakt, mit unterschiedlichen Probenvorbereitungen Methoden behandelt, und Sie sehen drei komplett unterschiedliche Ergebnisse. Ich mache es ganz kurz. Links hat man extrahiert mit 8 Molar Harnstoff und 4% Chaps, und was Sie sehen ist eigentlich verdaute Proteine, zu Peptid verdaute Proteine. Sie haben im unteren Molekulargewichtsbereich so Wolken und Spots, aber im oberen nichts mehr, und vor allem im sauren siedeln sich die Peptide an. Das heißt, hier hat sich während der Probenvorbereitung Proteasen gearbeitet und haben die Proteine zum großen Teil verdaut. In der Mitte sehen Sie eine Probe, die gleiche Probe, die allerdings mit 2% SDS 3 Minuten lang gekocht worden ist, praktisch bei 95 Grad. Und hier sieht man eigentlich ein sehr gutes Bild. Das heißt, durch das Kochen mit SDS hat man die Proteasen so inhibiert, dass sie nichts mehr anstellen können. Und deswegen kriegen sie hier eine vernünftige Trennung. Allerdings muss man dann das SDS herausverdünnen, und das macht man mit mindestens 4% Chaps und 9 Molar Harnstoff. Und zwar so weit, dass sich das Verhältnis von Chaps zu SDS von 8 zu 1, also muss mindestens 8 zu 1 betragen, um zu verhindern, dass Proteine SDS behalten und dann in Richtung Anode herauswandern. Also man verdrängt praktisch das SDS dann in der ersten Dimension durch den hohen Konzentration von dem nicht zwitterionischen Detergens Chaps. Und auf das dritte rechts, hier sehen Sie, hier ist eine Methode verwendet worden aus der Pflanzenproteomik. Hier wurde mit Aceton und TCA extrahiert. Und da sind die Proteine dieser Drosophila Larvenextrakt nicht mehr vollständig in Lösung gegangen. Was ich mit dem Bild zeigen will, ist, man kann tatsächlich durch die Probenvorbereitung unterschiedliche Probenvorbereitungsmethoden komplett unterschiedliche Muster bekommen. Und hier wäre das Kochen des SDS wahrscheinlich die beste Methode gewesen. Manchmal hat man halt kontaminierende Substanzen in der Probe drin, die stark stören können. Und das könnte zum Beispiel, das können, wie vorhin erwähnt, Salzionen sein, das können Fettbestandteile sein und Zellwandbestandteile, eine ganze Reihe von Nukleinsäuren, die können alle stören bei der Trennung, und die sollte man möglichst runterkriegen. Auch kommt es häufig dazu, dass Proteine nicht vollständig aufgelöst werden, auch wenn man hoch
konzentrierten Harnstoff und zwitterionisches Detergens verwendet. Es gibt dann immer noch Protein-Protein- oder Protein-Polysaccharid-Komplexe und die verhindern, dass die beteiligten Proteine in die erste Dimension einmarschieren können. Darum muss man unter Umständen irgendwas machen, um diese Komplexe auseinanderzukriegen vor dem Auftrag auf die erste Dimension. Und wie vorhin auch erwähnt, es gibt eben Aktivitäten von Proteasen und auch Phosphatasen und die sollte man möglichst komplett stoppen können, inhibieren können. Und das ist gerade bei Proteasen nicht immer ganz einfach, das irreversibel hinzukriegen. Allerdings muss man sagen, Präzipitationsmethoden sind hier die effektivsten. Es ist ja aber sehr, sehr wichtig, die korrekten Präzipitationsmethoden zu verwenden. Auf das komme ich dann später noch zu sprechen. Aber mit Präzipitation können Sie auf einmal mehrere Effekte erreichen. Erstens Lipide entfernen, Nukleinsäuren, Polysaccharide, Polyphenole und Salze. Und das alles mit einem Schritt. Ist ohne Probleme Massenspektrometrie kompatibel, das ist ja auch sehr wichtig bei der 2D-Elektrophorese. Proteasen werden nur durch Präzipitation, nicht mal durch das Kochen mit SDS allein, durch Präzipitation können Sie die Proteasenaktivitäten irreversibel für immer ausschalten. Und interessanterweise macht diese Methode Komplexe auf, ist sehr, sehr effektiv, um Protein und Protein-Polysaccharid-Komplexe aufzubrechen, sodass Sie mehr Proteine sehen, als wenn Sie nicht präzipitiert haben. Es gibt allerdings nur drei Methoden, die man eigentlich empfehlen kann zur Präzipitierung. Eigentlich gibt es ja ungefähr 15 Präzipitationsmethoden, aber die sind nicht alle bei der 2D-Elektrophorese empfehlenswert. Ich bringe jetzt mal die drei, die am besten funktionieren. Da gibt es eine für Pflanzenproteine von Damerwal und Kollegen aus dem Jahr 1986, wo TCA und Aceton verwendet wird. Ideal für Pflanzen, wie schon erwähnt, aber auch um basische Proteine anzureichern. Allerdings verliert man dabei häufig saure Proteine. Dann gibt es eine sehr effektive Methode, die noch älter ist, von Wessels und Flügge aus dem Jahr 1984, wo mit Methanol und Chloroform präzipitiert wird. Und das ist in vielen Labors, in denen 2D-Elektrophorese gemacht wird, die Standardmethode geworden. Meistens macht man das, oder es ist empfehlenswert, das in 1,5 Milliliter Eppendorf-Hütchen zu machen. In größeren oder kleineren ist es erfahrungsgemäß, funktioniert es nicht. Interessanterweise, kein Mensch hat eine Erklärung dafür. Und die dritte Methode, das wird auch viel von verschiedenen Firmen als Clean-Up-Kit angeboten, basiert auf Trigloessigsäure, Detergens, Deoxycholat ist es, und Aceton. Und das funktioniert auch sehr gut, kann man mit der Chloroform- und Methanol-Methode einigermaßen vergleichen. Ist auch geeignet für größere Volumina, da hat oder Mengen von Protein, da hat Chloroform und Methanol wahrscheinlich seine Limitationen. Ja, hier sehen Sie jetzt Pflanzenproteine, die einfach so aufgetragen worden sind. Und selbst bei der Komasse-Färbung, die Sie hier sehen, sehen Sie im sauren Bereich solche stark blauen Hintergrund. Und das kommt ziemlich sicher von Polysacchariden und Proteinkomplexen. Das würde man mit einer Clean-up-Methode wegbekommen. Allerdings kann hier noch einiges passieren. Hier wurde nämlich TCA-Aceton präzipitiert, sind auch Pflanzenproteine gewesen, aber das Pellet ist nur mit eiskaltem Aceton gewaschen worden. Und damit haben Sie immer noch Reste von Trigloessigsäure in dem Pellet, also Sie sollten das lieber mit zumindest die zwei letzten Waschschritte mit 80% Aceton und 20% Wasser machen. Dann kriegen Sie auch das TCA vernünftiger raus. Ja, hier sehen Sie, das war ein Kunde, hat mir das mal geschickt vor etlichen Jahren. Links die Probe, ich weiß nicht mehr, was es war. Es war ein Zellsaat, aber von welchen Zellen, das weiß ich nicht mehr. Und Sie sehen, hier sind die Proteinkomplexe so groß gewesen, dass sie nicht in das Gel einrehydratisiert sind. Und erst in der zweiten Dimension, in der SDS-Elektrophorese, haben sie den dann aufgetrennt, aber einfach nur als horizontale Streifen. Wenn man aber jetzt in dem Fall, wo die Methanol und Chloroform Clean-up gemacht,
Anwender, dann kriegt man eine schöne, vernünftige Trennung. Also das hier ist ein ganz dramatisches Bild. Hier sieht man das sehr, sehr gut, wie wichtig das Präzipitationsverfahren sein kann und wie effektiv es ist. Hier ist ein anderes, das ist bei unserem Kurs mal passiert. Hier wurden Rattenzungengewebeextrakte ohne irgendeine Behandlung aufgetrennt auf der linken Seite. Und man kann schon erkennen bei der isolektischen Fokussierung, man sollte immer ein bisschen Bromphenolblau in der Probe haben, dann sieht man, ob vielleicht schon ein Fehler da ist. Und hier ist die Bromphenolblau, haben die schon mal gar nicht gewandert. Aber Sie sehen, das Ergebnis war natürlich auch sehr enttäuschend, keine Proteinspots. Und rechts wurde ein Clean-up durchgeführt, das war ein TCA-Aceton, Deoxycholat-Methode und Sie sehen, auf einmal trennen sich die Proteine in der 2D-Elektrophorese schön auf. Ich wollte aber noch ein paar Bemerkungen machen dann zur Resolubilisierung, zur Wiederlöslichung. Das ist nämlich auch ein problematischer Teil, wenn man präzipitiert hat. Erstens mal, Sie müssen vermeiden, dass das Pellet komplett trocken läuft. Zum Beispiel, wenn man Speedwag-Zentrifugen verwendet zum Entfernen vom Aceton, muss man aufpassen, dass es nicht komplett trocken ist, sonst gehen die Proteine nicht mehr wieder in Lösung. Man kann die Lysis-Lösung mehrfach über das Pellet rüber pipettieren, um es in Lösung zu bekommen, aber Sie sollten vermeiden, so einen Vortexer zu verwenden und zu stark zu schütteln. Also Sie können leicht schütteln, aber Vortexen ist gefährlich, weil Sie haben in der Probe meistens bis zu 4% zwitterionischen Detergents, also in den meisten Fällen ist das Chaps, und dann schäumt die Lösung so stark, und, dass die Proteine nicht mehr in Lösung gehen, dass sie praktisch eine Benetzung an der Oberfläche des Eppendorf-Hütchens bekommt und die Proteine gehen nicht mehr in Lösung. Sie können davon ausgehen, dass für sehr viel Proteingemische die Resolubilisierung etliche Stunden dauern können. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss sie einfach stehen lassen mit dem Lysis-Puffer oder Lysis-Solution. Und sie sollen aber nicht vortexen. Wenn das nicht funktioniert, wenn das Pellet also in der Lösung bleibt, haben Sie die Möglichkeit, mit Ultraschall dran zu gehen, im Ultraschallbad oder im Ultraschallstab. Aber Sie müssen aufpassen, dass die Probe nicht heiß wird, weil sonst entstehen Karbamelierungen, wie vorhin auf dem Bild schon mal gezeigt. Sie können das Pellet, vor allem wenn es eine größere Menge von Protein ist, etwas aufreiben mit so einem Mörser- und Pistill-System, zum Beispiel im Mini-Format, ein kleines Stöckchen im Eppendorf-Hütchen, dann haben Sie eine größere Oberfläche und dann geht die Proteine besser in Lösung. Sie können auch, das ist eine sehr elegante Methode, das Pellet mit der Lysis-Lösung bei minus 20 Grad einfrieren und dann entstehen Harnstoffkristalle und die Proteine gehen in Lösung. Und wenn gar nichts mehr geht, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit, mit heißen SDS-Lösungen dran zu gehen. Allerdings müssen Sie, und hier sehen Sie es jetzt schriftlich, die Lösung, also das SDS heraus verdünnen, mit Hilfe von meistens 9 Molar Harnstoff und 4% Chaps, sodass das Verhältnis von Chaps zu SDS mindestens 8 zu 1 beträgt. Das ist so eine Faustregel und die sollte man beachten. Aber das wäre dann die Möglichkeit, wenn gar nichts anderes mehr geht. Ich gehe jetzt über zu der ersten Dimension, was ja in allermeisten Fällen die isolektische Fokussierung in immobilisierten pH-Gradienten ist. Es gibt natürlich auch noch Exoten sozusagen, dass man, manche Leute machen noch isolektische Fokussierung in Rundgelen, ausschließlich mit Trägeramphiolyten, und es gibt auch Leute, die machen 2D-Elektrophoresen mit zum Beispiel sauren Elektrophoresen in der ersten Dimension, aber das bezeichne ich jetzt mal als Exoten. Wenn Sie hierzu aber Fragen haben, gerne bin ich bereit, die auch zu beantworten. Ich werde mich aber jetzt auch aufgrund der limitierten Zeit auf diese Sache konzentrieren. Wenn man mit IPG-Strips arbeitet, dann kommt immer die Frage, soll man die Strips bereits in der Probe rehydratisieren oder sollte man die Probe in einem bereits rehydratisierten Strip aufgeben? Und hier habe ich mal drei solche Faustregeln aufgeführt. Ich zeige Ihnen gleich im nächsten Dia auch dann, was passieren kann, wenn man die eine oder andere Methode verwendet. Also bei sehr kurzen Streifen, 7 oder und 11 cm
hat sich herausgestellt, dass in allermeisten Fällen das Rehydration Loading, also das Rehydratisieren mit der Probe am besten funktioniert. Vor allem auch deshalb, weil die Streifen sehr kurz sind, damit die Laufdistanzen relativ kurz, da kann also relativ wenig passieren, was schief gehen kann. Und zweitens, man hat wenig Platz, um einen Sample Cup aufzugeben, und dann würde man schon einen großen Teil des Fläche einfach durch die Aufgabe der Probe verlieren. Also kurze Streifen, Rehydration Loading. Basische pH-Gradienten, zum Beispiel pH 6 bis 10 und solche Sachen, sollte man unbedingt auf vorrehydratisierte Strips aufladen, und zwar an der anodischen Seite, sonst kriegen Sie keine vernünftige Brennung und verlieren viele Proteine. Wenn man lange Streifen hat, 17, 18, 24 cm, hat sich herausgestellt, dass in mehr als 80% der Fälle Cup-Loading an der anodischen Seite die besten Ergebnisse ergibt. Allerdings kann es passieren, dass man vielleicht auch in anderen Fällen an der kathodischen Seite auftragen muss. Und es gibt Proben, die unter Umständen mit Rehydration Loading besser funktionieren. Das sollte man unbedingt vorher ausprobieren. Man sollte das optimieren, weil es gibt keine Methode, bei der nicht irgendwelche Proteine verloren gehen, aber man möchte ja möglichst wenige verlieren. Ich habe hier einfach mal so einen Fall, problematischen Fall aufgezeigt. Das ist nämlich Humanplasma, nachdem die höchst ambulanten Proteine entfernt worden sind mit einer Chromatographie-Affinitätssäule, und Sie sehen, wenn ich ein anodisches Cup-Loading mache, dann kriege ich die hochmolekularen Proteine gut rein, aber mir fehlen eine ganze Reihe anderer Proteine. Umgekehrt, wenn ich Rehydration-Loading mache, verliere ich die hochmolekularen. Also hier muss man unter Umständen beides probieren, oder vielleicht sollte man es kombinieren. Aber Sie sehen ganz gut hier den Effekt, dass die Art der Probenaufgabe sich wirklich wirklich auswirkt auf die 2D-Elektrophorese-Ergebnisse. Hier sehen Sie einen anderen schönen Fall von einem Kollegen von mir, Christian Obermeier. Wir wissen zum Beispiel, dass diese Antikörper, die wir von jemandem bekommen haben, im basischen Bereich am besten fokussieren. Wir haben dann erst versucht, die Proben auf dem basischen pH bis 6 bis 10 Strip aufzugeben mit Cup-Loading, so wie es eigentlich gehört. Und Sie sehen, es ist nichts Besonderes dabei herausgekommen, nur so Geschmier. Wenn man die aber im sauren Bereich, also auf dem 3 bis 10er Strip auflädt, dann funktioniert das, dann werden die Proteine auch gut fokussiert. Also muss man, obwohl man weiß, dass diese Banden im Bereich 6 bis 10 am besten fokussieren, trotzdem einen pH 3 bis 10 Strip verwenden, also damit man sie bei pH 3 aufgeben kann. Hier den Effekt habe ich relativ oft gesehen, vielleicht Sie auch schon. Das ist der Harnstoff, der Thio-Harnstoff-Effekt, weil es wird vor allem für sehr hoch hydrophobe Proteine empfohlen, statt nur Harnstoff eine Kombination aus Thio-Harnstoff und Harnstoff zu verwenden. Und vor allem, wenn Sie lange Trendzeiten haben, wie links mit 85.000 Voltstunden, dann kriegt man so einen vertikalen Streifen bei ungefähr pH 5, und auf der sauren Seite sind die Proteine relativ unscharf. Wenn man man muss unter Umständen auch verschiedene Batches testen von Thio-Harnstoff, und wenn sowas passiert, und man sollte unbedingt die Voltstundenzeit runtersetzen. Okay, das waren ein paar Hinweise zu der ersten Dimension. Also wenn Sie hierzu noch Fragen haben, geben Sie es in den Chat ein. Und Markus ist okay, ich gehe jetzt dann zum restlichen Teil, zur zweiten Dimension, zur SDS, Polyacrylamid Gel-Elektrophorese über. Und hier ist eigentlich die Standardmethode der Äquilibrierung des Strips gezeigt mit 2% SDS, 50 Millimolar Trischlorid, pH 8,8, 6 Molar Harnstoff, 30% Glycerin. Das hat die Arbeitsgruppe der Frau Görg vor vielen Jahren so hinoptimiert, und zweimal 15 Minuten, einmal mit DTT und einmal mit Jodat-T damit äquilibriert. Und das ist eigentlich der Standard. Und das funktioniert auch ganz gut. Dann kriegt man gute Trennungen in der zweiten Dimension.
und Elektroendosmose-Effekte werden minimiert. Die treten nämlich dadurch auf, dass in immobilisierten pH-Gradienten die negativen fixierten Ladungen Elektroendosmose-Effekte bewirken können. Das bedeutet die Wanderung von Wasser in Richtung Kathode, weil, weil man fixierte Negativladungen hat. Und überschüssiges DTT wird durch das Iodazid damit entfernt, dann kriegt man auch keine solchen Spotstreifen. Es gibt eine Publikation, die unten erwähnt ist, aus dem Jahre 2005. Hier ist für besonders hydrophobe Proteine hat sich erwiesen, dass man mit 10% SDS statt mit 2% und größeren Volumen, ich sage mal zwischen 6 und 10 Milliliter für so einen langen Streifen, man bessere Ergebnisse erzielt. Muss nicht immer 10% SDS sein. Ich kenne jetzt einige Fälle, wo man mit 6% SDS in der Equilibriermethode exzellente Ergebnisse erzielt hat. Und jetzt zeige ich Ihnen, wenn man in diesem Dia, wenn man die Iodazidamid-Behandlung weglässt, was manche Leute immer gedacht haben, das könnte man vielleicht machen, dann sehen Sie, dass das Spotmuster nicht befriedigend ist. Und jetzt kommt ganz was Neues. Ich habe von der Arbeit, erstmal zeige ich Ihnen ein Problem, das oft auftritt, vor allem wenn man DIGE, wenn man die Proteine gelabelt hat mit Fluoreszenzfarbstoffen und besonders wenn man mit Trizingelen arbeitet, wo die niedermolekularen Proteine und Peptide gut dargestellt werden, aber man kriegt oft an der Front so hässliche Wolken und den Effekt habe ich hier jetzt mal gezeigt. Das sind Mischzellen zwischen CHAPS und SDS. Wir empfehlen dann immer normalerweise mit der CHAPS-Konzentration in der ersten Dimension herunterzugehen. Es ist nicht in allen Fällen so gut, also es ist immer nicht so ganz einfach, vor allem wenn man hydrophobe Proteine auftrennen will oder man andere Mischungen noch, nicht nur CHAPS, sondern ASP14 und ASP12 noch drin hat, dann kriegt man immer diese Front. Und da habe ich freundlicherweise von einer Arbeitsgruppe aus der Tschechei, aus Brno, eine Publikation zugeschickt bekommen, das heißt hauptsächlich von der Frau Hanna Konechna, Dr. Hanna Konechna gemacht worden. Hier ist dieser Effekt nochmal dargestellt worden und die haben mit einer modifizierten Equilibrierung das SDS oder den CHAPS so wegbekommen, dass sie keine Ärger mehr bekommen mit den gemischten Mizellen, einfach indem sie zweimal equilibriert haben. Ohne SDS im Equilibrierungsbuffer etwas länger als normal. Das ist also EB1, der erste Schritt, EB2, Equilibrierungsbuffer 2, zweiter Schritt und der dritte Schritt. Erst dann wird 2% SDS dazugegeben und da ist dann der Ärger weg mit diesen mit Zellen an der Front. Das könnte für einige von Ihnen wirklich eine interessante Sache sein, nachzulesen in Elektrophoresis aus diesem Jahr, wie Sie unten zitiert sehen. Das ist ein Gel aus einem Kundenlabor, wo man sich nicht erklären konnte, warum auf einmal die Trennung so schlecht war, weil die vorher immer so schön war. Und hier hat sich herausgestellt, dass das Temet mittlerweile fast den Geist aufgegeben hat. Das sind also Verunreinigungen, die über das Temet reingekommen sind, weil es relativ alt war. Man sollte also zum, alle Jahr eine neue Temet-Flasche aufmachen. Das ist wirklich zu empfehlen. Hier hat ein Kunde von einer Firma schlechte Qualität von Tris geliefert bekommen und ich kann mich noch gut erinnern, hier haben wir ungefähr mit mehreren Leuten 2 Wochen gebraucht, um herauszufinden, an was es gelegen hat, dass diese Spots solche Kometenstreifen machen. Und das war am Schluss, hat sich herausgestellt, das war ein schlechtes Tris. Also sparen Sie nicht bei der Qualität der Reagenzien oder wenn sowas auftritt, wechseln Sie den Lieferanten oder schauen Sie, dass Sie eine neue Wettbewerbsspitze bekommen. Das war eine Geschichte, wo wir lange nicht gewusst haben, was passiert war und man zugeschickt bekommt. Das war ein Gel Strengthener und hier hat man solche Doppelspots bekommen. Wir haben auch schon von Fällen gehört, wo es sogenannte Schneemann-Effekte, Snowman-Effekt, das ist der eine Doppelspot kleiner als der andere gewesen. Das kann leider manchmal passieren, wenn man
solche Gel-Strengthener-Zuschlagstoffe mit einpolymerisiert, die das Gelbrechen verhindern sollen, das Gel elastischer machen. Hier ist zu wenig oberer Puffer verwendet worden oder die Glycinmenge im Laufpuffer, im oberen Laufpuffer hat nicht gestimmt und dann kommt man zu so einer zweiten Front, das ist also Verlust von Glycin während des Laufes oder zu wenig Glycin. Das ist übrigens mein Lieblingsgel, zu wenig SDS im oberen Puffertank und hier sieht man, was passiert, wenn also SDS-Versorgung von oberen Puffer nicht gewährleistet ist. Also man muss genügend Volumen verwenden und aufpassen, dass man auch genügend SDS im Puffer hat. Hier hat dann jemand versucht, es besonders gut zu machen und hat mehr SDS und mehr Glycin in den oberen Puffertank reingegeben, als man normalerweise in der Vorschrift steht. Und hier sehen Sie die Entstehung einer zweiten Front. Das ist eigentlich ganz interessant. Also auch hier sollte man den Rezepturen relativ streng folgen. Hier hat jemand einen physikalischen Fehlschluss gemacht. Der hat gemeint, wenn er statt einem Gel zwei oder mehr Gele laufen lassen soll, dann müsste er die Volt erhöhen, die er auf das Gel auflässt. Das ist genau falsch. Nicht die Volt müssen erhöht werden, sondern die Milliampere. Und vor allem am Anfang ist es sehr kritisch, dass man nicht so hohe Spannung anwendet, weil sonst erhält man Elektroendosmose-Effekte. Das bedeutet, Proteine werden mit dem Wasserstrom in Richtung Kathode aus dem Gel herausgeschwemmt mit höherer Effektivität als die elektrophoretische Wanderung in die Richtung Anode stattfindet. Also niedrige Spannung am Anfang und nicht die Spannung verdoppeln oder verdreifachen oder vervierfachen, sondern die Stromstärke. Und jetzt kommt noch ein Effekt, der da auftritt, wenn man Silberfärbung von zu hoch konzentrierten Proteinmengen verwendet, dann kriegt man diese Negativspots und da kann können Sie keine Quantifizierungen mehr stattfinden, da macht auch die beste Software schlapp, die kann das nicht mehr auswerten. Also hier sollten Sie Komasi-Färbung oder ich würde empfehlen, die Fluoreszenzdetektionsmethoden, die sind tatsächlich der Silberfärbung bei weitem überlegen. Und am Schluss zeige ich Ihnen noch ein schönes Gel, weil ich Ihnen so viele schlimme Gele gezeigt habe und das habe ich von Dr. Schauke Hoving von Novartis Basel bekommen und wenn alles gut funktioniert, das wäre natürlich schön, wenn alle unsere Gele so aussehen würden, aber das ist leider nicht immer möglich, weil es gibt eben auch relativ komplizierte Proben und da ist man froh, wenn man einigermaßen das hinbekommt. Also nicht verzagen, manchmal kann es einfach nicht so schön werden, wie hier gezeigt. Das war es eigentlich, was ich Ihnen erzählen wollte.